Hallöchen, ihr Banausen da draußen, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Prison Architect. Ich sollte aufhören zu singen. Ich weiß. Aber ich mach's trotzdem. So. So, Bewerbung ist wieder am Laufen. Sehr gut. Läuft. Das ist auch gut so. Auf wen warten die denn, ne? Auf irgendwann warten die. Ich habe keine Ahnung, wen. Mir auch egal gerade. Entweder kommt er oder kommt er nicht. Wenn er nicht kommt, hat er Pech gehabt. Hier sitzen überall welche. 4 Stück. Aber ey, hallo, Bewährung. Der hätte schon längst. Da wäre ich doch schon. Ne, da wäre ich schon vorher da gewesen. Auf wen warten die? Vielleicht sitzt er auch im Knast hier. Das könnte natürlich auch sein. Da hat er natürlich Pech. Der hat direkt, boah, 8 Stunden, der hat direkt Bock. Ich glaube, der sitzt in Einzelhaft gerade. Oder überhaupt irgendwo in Haft. Ne, da ist er. 1 Tag ohne Vorfall. 3 Tage ohne Vorfall. 3. Gar kein. 3. Und da sind welche entlassen worden, sehr gut. Wir haben ein bisschen Kohle. Kohle ist gerade wichtig für uns. Wer ist denn da entlassen worden, wenn die da noch sitzen? Keine Ahnung, ist mir auch gerade egal. Wir sind schon die nächsten. Könnte auch sein. Weil drei Stück wurden entlassen, okay. Nur. Wieder einer. Lustigerweise steht noch nicht einer auf davon. Das ist der Beste. Wieder, das gibt richtig viel Asche, ne? Die Bewährung. Vier Leute wurden entlassen bis jetzt. Guckt euch das an, Freunde. Hier, alle. Wenn ihr vernünftig drauf seid, dann werdet ihr auch vorzeitig lassen. Ja, so nicht. Er geht erstmal putzen, während der Bewerbung. Erstmal wischen. So, essen. Essen. Ja, guck mal, jetzt noch ein paar Laber machen in der Kantine, wenn da einer mit der Schrotflinte rumsteht, rumläuft. Diese Ausgabe haben wir fertig, naja. Ist er schon Taser? Ne. Oder noch machen? Oder müssen wir da extra noch jemand hinstellen für Waffenständer, Spinnen? Spinnen ist pro, du musst pro bewaffnete Einheit musst du einen haben, das weiß ich noch. Weiß es nicht. Wäre cool, wenn ihr mal einen habt. Freunde. Wenn ich euch das schon ermögliche.
gucken noch vier. Vier Stück gingen noch raus, okay. Da, ja. Da hat sie in der Haft abgesessen. Na moin. Dann darf er auch gehen. Ah, sind noch, ne, sind noch welche, okay. Ah, sind 8 sind jetzt gegangen. Sehr gut. Also alle, im Prinzip. Sehr schön. 25.000 schon. Werden die eigentlich nicht müde? Kann das sein? Das ist auch geil, seitdem mir die Hunde laufen und so, habe ich nicht einen Tunnel mehr gehabt, ne? Das ist die Frage, baue ich jetzt den nächsten Block? Oder kümmere ich mich jetzt um die Luxuszellen? Wie groß sind die? 5x7. Also innen 4. Ne, innen sind die 3x5. Innen sind die 3x5. Pass mal auf. Gucken wir mal. 5x7 sind die so, ne? So, 3. Also so. Wären die. Über der Schlägerei, meine Fresse. Ey, der hat einen Schlüssel. Hallo. Was soll denn das? Bandenmitglieder. Ach, Freunde, Freunde, Freunde. Wir haben immer noch keinen Weg hier weiter, ne? Wo ich ja die unteren hier wegmachen wollte und hier einen Weg reinmachen wollte, ne? Hier. Das will bedeuten, würde bedeuten, ich hätte hier wieder einen toten Raum, das ist doof. Da ist auch eine Dusche dran, er leckt mir am Arsch. Das ist natürlich blöd. Aber ich könnte theoretisch... Aber ich will eigentlich keinen toten Raum haben. So hier. Das ist ja toter Raum dann. Dann müsste ich theoretisch müsste ich hingehen und sagen, pass mal auf. Macht halt so. Und macht den einfach einen runter. So. Dann habe ich hier einen Knick in dem Gang. Aber das wäre nicht so schlimm. Oder aber, ich könnte das auch so machen. Pass mal, ich könnte das auch anders machen. Ich könnte so machen. Lass den Raum, den Gang einfach nach unten gehen. Dann könnte ich nämlich auch hingehen und sagen,
Ich mache hier noch einen dran. Wo jetzt wieder? Boah, Freunde, was ist jetzt wieder los? Überdosis gestorben. Warum? Weil wir keine Ärzte mehr haben, oder? Wo sind die Ärzte? Wir haben noch einen Arzt. Scheiße. Ja, stellen wir noch zwei, ein, drei ein, dann könnten wir vielleicht mal, vielleicht so könnten die da ein bisschen überleben. Ups. Können dann so machen, theoretisch. Nummer 2, 4, 6, 12 Luxuszellen. So, und das machen wir dann so. So, dann könnten wir theoretisch, ne, hier unten, ja, das ist auch blöd, dann kann ich meine Blöcke nicht mehr weiterbauen. Oh, doof. Gut, ich könnte die verkleinern, aber... Ist auch scheiße. Aber das ist halt richtig dämlich jetzt. Ich will keinen Zunraum haben. Würde ich so machen. Einmal drei Stück größer. Könnte man machen, ja. Oder drei größer. Das könnte man machen, theoretisch. Aber da hatten wir nur eins, nur vier, acht. Dann würde ich aber hier auch noch welche hinbauen. Die Frage ist, wie teuer wäre das Fundament? Weil das ist schon was größer. Ich müsste ja theoretisch hier auch noch. So müsste das, also von hier bis hier. Wer wäre das denn? Könnte ich bauen. Machen wir das. Tun wir das. Bauen wir da das für die Luxuszellen. Dann muss ich aber hier die Dinger abreißen, ne? Ja, wow. Das Problem ist nur, wenn ich die hier, die ich müsste, obwohl ich lasse sie erstmal. Ich mache hier zu. Den Gang lasse ich erstmal. Das würde ich gerne, das müsste größer sein, definitiv. Ich müsste viel mehr Einzelhaftzellen haben. Muss. Das ist noch zu wenig, tatsächlich momentan. Wollen es nur Einzelhaftzellen? Die reichen nicht aus, wenn ich nur oben welche habe. Schlusszellen werden langsam Zeit, auf jeden Fall. Damit die Leute auch belohnt werden, die vernünftig drauf sind. Ein Tag noch, dann ist die scheiß Arbeitszeit eigentlich vorbei. Das aber, da müsste, da liegt ein großes dickes Rohr, da ist schon mal gut, zwei sogar. Noch besser. Das ist schon mal sehr gut. Warum ist hier kein Holz mehr?
Ladengüter. Ja, sehr gut. Räumchen ist fertig. Das heißt, hier kommt schon mal eine Wand hin. Hier kommen Wände hin. So. Oh. Digga, die Wand ist auch weg. Ups. So, ja, jetzt müssen wir natürlich die Wände weiterbauen, fertig bauen. Was ist hier? Ich. So. Da fehlt noch einer, dann haben wir auf jeden Fall wieder die ganzen Wände gezogen. Die wichtigen. Und das können wir dann bis hierhin erweitern nachher. Eigentlich da hinten sogar. Mit den Luxuszellen. Wie teuer ist denn eine? Was meint ihr, wie teuer eine ist? Das hat immer so schon Spaß, eine bauen. Ach, die ist so scheiße. Die ist so rum. 7 nach oben. Moment. Gehen wir aber auch hin. Dann wäre nur eine größer. Machen wir sie so. Scheiß drauf. Machen wir anders. Material, dann wird die zugemacht hier. Wird die hier aufgemacht. Blöd ist jetzt natürlich, dass die Kabel jetzt, obwohl die liegen dann in der Wand, das ist nicht so schlimm. Die Kabel sind sowieso relativ interessant, die Rohre sind wichtiger, weil da kann man Tunnel daraus bauen. Graben, wie auch immer. Also knapp 1000 kostet die, würde ich sagen. Problem ist, du hast dann aber keine Dusche in dem Sinne. Das ist doof. Also es ist keine eigene Dusche. Du hast klar, du hast da eine Dusche drin, das ist aber kein Bereich. Das werden wir so machen. Oh.
Gucken wir mal, wie das dann aussieht. Naja, das kommt ja noch. Noch geschmeidig bleiben. Holen wir mal eine. Also kostet 1000 ungefähr, würde ich sagen. Dauert gerade eben nur ewig hier. Ah ja, Wasser. Water fehlt ja auch noch. Und da ja auch. So. Ich frage mich jetzt gerade, was für eine Qualität hat die? Dann. Können wir, glaube ich, nicht nachgucken, ne? Doch, kann man wohl. Informationen, glaube ich, war es, oder? Dies mit einer Bewaffneten anlegen. Informanten. Ich habe sogar Informanten. Banden. Okay. So. Potenzieller Informant. Wie geht das? Ich habe Informant. Sehr gut. So, was ist jetzt hier? Von Wänden und Türen angewiesen, sich verarschen. Was ist denn das hier? Ja. Sehe ich da jetzt irgendwas nicht? Komm mal kurz her. Hä? Und Wände und Türen eingerahmt. Kannst keine Dusche da reinmachen, ne? Doch. Ne, kannst du nicht. Okay. Aber du kannst doch irgendwo auch gucken. Raumqualität. 7 von 8.
Überdurchschnittlich. Im Insassen berechtigt 7 zu bewerten. Hä? Raumgröße mindestens 16 Kästchen. Was sind das jetzt? 3 mal 5, also 15. 7 Tage ohne Vorfall. Der ist wahrscheinlich richtig, richtig nice jetzt drauf. Er hat eine Zellenqualität von 8 überdurchschnittlich. So. Das bedeutet, 16, die ist gar nicht 16, ne? Die ist nur 15. 3 mal 5, ja. Und du brauchst ein Außenfenster. Kriegen wir sowieso nicht so einfach hin. Aber ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, ansonsten einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Prison Architect. Tschüss singen.